Ja, also erstmal zunächst einen guten Tag zusammen. Die Frage, die ich stellen möchte, für die ich hierher gekommen bin, lautet, woran scheitert eigentlich der Datenschutz? Und die Antwort, die ich geben möchte, oder zumindest die Antwort, die ich versuchen möchte zu geben, lautet, an jeder Datenschutz scheitert und an jeder Datenschutz wird auch immer scheitern. Also auch in Zukunft, solange jeder Datenschutz immer davon ausgeht, dass personenbezogene Daten einzig und allein als rechtliche Angelegenheit behandelt werden sollten. Solange personenbezogene Daten immer und nur als rechtliche Angelegenheit behandelt werden, wird ein Datenschutz scheitern. Das heißt nicht, dass Datenschutz immer scheitert, nur insofern er eben nur eine rechtliche Angelegenheit ist. Denn tatsächlich gilt zunächst für personenbezogene Daten das, was für alle anderen Daten im Allgemeinen gilt, nämlich dass dass Datensätze immer im Normalfall in sehr verschiedenen Kontexten mit sehr verschiedenen Zweckbestimmungen, in sehr verschiedenen Kontexten von Bedeutung sind, mit sehr verschiedenen Zweckbestimmungen versehen werden und natürlich auch immer sehr verschiedene Folgewirkungen haben können. Das gilt für alle Datensätze oder für alle Daten, natürlich auch für personenbezogene. Das aber nur dass bestimmte Daten nur in einem rechtlichen Kontext und in keinem anderen relevant sein sollen, dass sie nur über Personen, über ihre Lebensweise, über ihre Identität, über ihre Gewohnheiten Auskunft geben sollen und dass diese Auskünfte, sofern andere dann davon Kenntnis erhalten, für die betreffenden Personen rechtliche Folgewirkungen haben können, kann ein staatlich institutionalisierter Datenschutz nur deshalb mit Ausschließlichkeit behaupten, weil alle anderen Betrachtungsweisen aufgrund dieser Institutionalisierung, also aufgrund dieser staatlichen Institutionalisierung ausgeschlossen werden. Das heißt, der staatlich institutionalisierte Datenschutz liefert selbst die Voraussetzung für sein Scheitern, weil er in Form von zuständigen Experten die Staatsgewalt in Anspruch nimmt, die dann etwas mit Gewalt durchsetzt und damit etwas plausibel macht, dass eben ohne diese Staatsgewalt gar nicht so leicht plausibel wäre. Ohne diese Staatsgewalt gäbe es eben nur eine Vielzahl von verschiedenen Betrachtungsweisen. Diese Exklusivität ist rechtlich legitimiert. Das sind zuständige Experten. Diese Exklusivität ist an den Staat und sein Gewaltmonopol gebunden und darum selbst eine Machtinstanz. Genau wie beispielsweise Geheimdienste. Selbst eine Machtinstanz, die etwas mit Gewalt durchsetzt und eben das dann auf diese Weise unter Verantwortung stellt. Was also personenbezogene Daten sind und was sie aussagen, wird exklusiv von diesem staatlich legitimierten Datenschutzexperten festgelegt und alle anderen Betrachtungsweisen, Einschätzungen, Meinungen, Beurteilungen werden einfach aussortiert, werden nicht zur Kenntnis genommen, bleiben unberücksichtigt, was wiederum durch staatliche Einrichtungen dann Gesetze und Vorschriften gerechtfertigt wird. Einfach gesagt, weder Bürger noch Unternehmen haben in Sachen Datenschutz ein Mitspracherecht. Wir können nur irgendwelche Parteien wählen. Aber in Fragen des Datenschutzes haben wir schlicht kein Mitspracherecht. Wir sind in den Gremien ausgeschlossen, in den Behörden, in den Beratungen, in Ausschüssen, bei den Gesetzgebungsverfahren. Wir haben da alle kein Wörtchen mitzureden. Der Datenschutz scheitert nur an sich selbst. Diesen Satz werde ich heute noch zwei- oder dreimal wiederholen. Nur daran, dass er als staatliche, als politisch-juristische Einrichtung verstanden wird, die den Ausnahmefall der Verwendung von Daten zum normalen Fall erhebt. Das ist eine einigermaßen überraschende Feststellung, die man nicht so einfach akzeptieren wird, weil man sie sehr selten hört. Viel häufiger hört man das Gegenteil oder beziehungsweise viel häufiger hört man, dass ganz andere Erklärungsgründe für ein Scheitern eines Datenschutzes verantwortlich anzuführen sind. Die sind euch im Wesentlichen bekannt. Alle in der differenzierten Form aufzählen und ausführen will ich gar nicht, das dauert zu lange, aber im Wesentlichen sind es vier Erklärungsgründe, die ich nennen möchte, grob zusammenfassen möchte. Erstens wird gesagt, normalerweise scheitert ein Datenschutz an dem Staat beziehungsweise an Politikern, an inkompetenten Politikern, die eine unzureichende Politik machen und die darum defizitäre Datenschutzgesetzgebung
betreiben. Daran scheitert ein Datenschutz. Zweitens wird gesagt, ein Datenschutz scheitert an skrupellosen Geheimdiensten, mit die irgendwelche finsteren Machenschaften betreiben. Und die sich vielleicht nicht an Recht und Gesetz halten. Etwas Ähnliches wird gerne gesagt, gelten auch für Polizei und für die ganze Kriminalistik, also für den ganzen Sicherheitsapparat, der auf Angst ausgerichtet ist und darum dazu neigt, die Menschen auszuspionieren und ihnen die Freiheit zu rauben. Drittens wird gesagt, scheitert ein Datenschutz an Unternehmen und Konzernen, die sich zum Zweck der Gewinnmaximierung rücksichtslos gegen Menschen verhalten, die aus diesem Grunde Daten sammeln, Daten auswerten und sie im Zweifelsfall, wenn es also der Gewinnmaximierung dient, gegen die Interessen und Bedürfnisse der Menschen oder auch gegen die Rechte der Menschen verwenden. Und viertens wird gesagt, scheitert ein Datenschutz schließlich an der Bevölkerung selbst, also an der Mehrheit der Bevölkerung. Es handelt sich, so wird häufig gesagt, um eine unaufgeklärte und unkritische Bevölkerungsmehrheit, die nicht das richtige Bewusstsein für ihre personenbezogene Daten hat und die darum wenig dagegen hat, ihre Daten überall preiszugeben, zu hinterlassen, oder aber eine Mehrheit, die sich nicht wehrt, wenn sie verführt wird, Daten herzugeben oder wenn sie dazu gezwungen wird, wie wir das im Fall der Vorratsdatenspeicherung haben. Das sind grob gesagt die vier Gründe, die immer angeführt werden, wenn ein Datenschützer Auskunft gibt, woran scheitert der Datenschutz. Und warum geschieht das? Warum werden genau diese vier Gründe immer angeführt? Diese vier Gründe werden deshalb so gerne angeführt, weil nämlich, wenn man das glauben will, dass es so ist, lassen diese vier Gründe auf der anderen Seite genau erkennen, was denn geschehen müsse. Was denn eigentlich fehlt, was fehlt und was geschehen müsse, um eben doch einen Datenschutz zu garantieren. Denn wenn das diese vier Gründe, wenn das die Gründe sind, dann ergibt sich daraus auf der anderen Seite, logisch, der Staat müsse nur eine vernünftige Datenschutzpolitik machen. Zweitens, der Staat müsse Geheimdienste und Polizei an die Leine legen, er sollte also die Überwacher besser überwachen. Drittens wird gesagt, der Staat müsse strengere Gesetze erlassen, um die Unternehmen und Konzerne dazu zu zwingen, sich an diese zu halten. Und diese Unternehmen müssten schwer bestraft werden, wenn sie es dennoch tun, also gegen diese Gesetze zu verstoßen. Und viertens wird gesagt, es müsse die Mehrheit der Bevölkerung durch Unterricht, Schulung und Aufklärung von dafür zuständigen Experten natürlich darüber informiert werden, was in ihrem eigenen Interesse ist, nämlich ein kritisches Bewusstsein für Datenschutz. Was ja eben heißt, dass die Mehrheit der Menschen eben unfähig ist, offensichtlich, also nicht selber dazu in der Lage ist, das zu beurteilen. Ohne geeignete Experten also sind Menschen in ihren eigenen Angelegenheiten völlig unfähig und inkompetent, weshalb sie diese Experten brauchen. Wer also diese Betrachtungsweisen, wer diese Vorschläge zur Sicherung eines Datenschutzes für vernünftig hält, will sagen, Datenschutz kann nur funktionieren, mit Zwang, mit Gewalt, mit Gewalt meine ich hier Staatsgewalt, nur mit Zwang, mit Gewalt und Kontrolle und Überwachung. Die natürlich, das ist klar, durch Gesetze und Vorschriften durch einen legitimen Staat gerechtfertigt werden. Wer so argumentiert, will sagen, Datenschutz ist nur eine rechtliche Angelegenheit und kann auf keinen Fall anders betrachtet werden. Wer so allerdings argumentiert, formuliert eine Position, von der aus gesehen ein Datenschutz immer scheitern muss, weil er nämlich den Ausnahmefall der Verwendung von Daten zum allgemeinen Fall erhebt. So ist es auch kein Wunder übrigens, dass natürlich dann der Peter Schaar, den Namen kennt ihr alle, der ehemalige Beauftragte für den Datenschutz, zur Auskunft gibt in einem Buch, das digitale Wir, das er jetzt im Sommer 2015 veröffentlicht hat. Das habe ich das Zitat verloren. Da heißt es darum, wenn ich als überzeugter Datenschützer auch weiterhin der Auffassung bin, dass staatlichem und privatem Datensammeln Grenzen gesetzt werden müssen, so ist nicht zu leugnen, schreibt er, dass wir von einem Datenschutz weiter entfernt sind als vor 20 Jahren. Das schreibt Peter Schaar wörtlich im Jahr 2015. Damit will er also sagen, alle Bemühungen um einen Datenschutz sind gescheitert, alle Kosten, die aufgewendet wurden,
alle Kosten, die aufgewendet wurden, alle Besprechungen, alle Konsultationen, alles ist gescheitert. Aber, und das ist das Interessante, das hält ihn überhaupt nicht davon ab, trotzdem zu glauben, dass er überzeugt ist, dass ein Datenschutz auf diese Weise hergestellt werden muss. Er selber kann nicht sagen, wie, aber er sagt, so muss es sein und es kann gar nicht anders sein. Auch dann, wenn also in den 20 Jahren nichts Entscheidendes erreicht worden ist. Nun ist natürlich Peter Schaar nicht der Einzige, der eine solche Position einnimmt, sondern im Grunde genommen wird diese Position von allen eingenommen, die meinen, dass es offensichtlich irgendwo eine Klarheit über oder eine übergeordnete Vernunft gäbe, die von der Gesellschaft nur verstanden, also in Sachen Datenschutz meine ich, eine übergeordnete Vernunft gäbe, die von der Gesellschaft nur verstanden und von eben von einer Machtinstanz durchgesetzt und bewahrt werden müsse. Und wo man dann feststellt, dass das vorhersehbar scheitert, weil diese übergeordnete Vernunft nirgendwo erkennbar ist, denn das kann man ja daran erkennen, dass jeder ganz schnell Einwände hat. Man kann ja feststellen, dass das gar nicht funktioniert. Und wo man dann also feststellt, dass das nicht funktioniert, dann wird nichts anderes getan, als Stimmungsmache zu betreiben. Es wird Protest organisiert, es werden Petitionen durchgeführt, es wird Lobbyarbeit betrieben, es wird Stimmungsmache betrieben, es werden die traumatischen Erfahrungen der Vergangenheit zitiert, es wird gesagt, wie schlimm das alles ist, es wird von Gefahren gesprochen. Und dieses Spiel funktioniert sehr zuverlässig und spielt denen diesen Experten in die Hände, weil durch dieses Spiel, nämlich das, soweit ich das zurücksehen kann, auf 30 Jahre, ich bin selber 46 Jahre alt, also ich kann mich an meinen ersten Datenschutzdiskussion erinnern, da war ich 15 Jahre alt, 1984 war das, daran kann ich mich genau erinnern, da ging es um dieses Buch 1984, aber auch damals schon vor 30 Jahren war das nicht die erste Datenschutzdiskussion, die es gab. Auch davor gab es schon mehrere. Also ich kann mich daran erinnern, dass diese Diskussionen seit 30 Jahren geführt werden. Seit 30 Jahren gibt es keine Lösung. Es geht einfach immer nach selben Muster weiter. Und genau dieses Spiel verdeckt, so vorhersehbar und zuverlässig, wie das funktioniert, verdeckt sehr gut. Genau das, was die Experten nämlich brauchen, sie brauchen, dass das verdeckt wird. Die Einsicht in die Möglichkeit, dass der Datenschutz nämlich nur am Datenschutz selber scheitert. Also ich meine den staatlich institutionalisierten Datenschutz. Ne? Denn dieses Spiel funktioniert vorhersehbar und durchläuft im Laufe der letzten Jahrzehnte immer die gleichen Routinen. Das gilt übrigens auch für den Chaos Computer Club in Hamburg. Auch dort besteht der Sinn eigentlich nur darin, Stimmungsmache zu verbreiten und die Macht des CCC selber durchzusetzen, wobei die Macht des CCC nur darin besteht, unsichtbar zu machen, dass er eigentlich gar keine Macht hat. Also die letzten 40 Jahre sind die Probleme sind in den letzten 30 Jahren, soweit ich das selber beurteilen kann, also erlebt haben kann, nicht gelöst worden. Und in den letzten 40 Jahren ist immer nur das Problem größer geworden. Und das heißt, das Problem wird nicht etwa gelöst, sondern das Problem wird wachgehalten, es wird auf diese Weise verwaltet. Und diese Verwaltung geschieht, damit das eben das bekannte Expertenspiel, so würde ich es kurz nennen, dass das bekannte Expertenspiel ganz ungeniert weitergehen kann. Das Spiel lautet, dass diejenigen, die im Besitz dieser übergeordneten Vernunft sind, in dem Fall sind es also die Datenschutzexperten, die selbst eine gesellschaftliche Minderheit sind, routinemäßig dafür sorgen, dass die Probleme für die Mehrheit ungelöst bleiben. Und dies wiederum ist sinnvoll, damit dieses Spiel weitergehen kann. Könnte man aber den Horizont erweitern? Könnte man also sagen, okay, man sieht es ein, dass personenbezogene Daten nicht bloß eine politische und rechtliche Angelegenheit sind, sondern eine Angelegenheit, die eigentlich alle Menschen betreffen, mit allen möglichen Meinungen, Betrachtungen, Einschätzungen, die dabei eine Rolle spielen. Könnte man also den Horizont etwas erweitern? Dann könnte man in Rechnung stellen, dass personenbezogene Daten keineswegs nur in rechtlicher Hinsicht relevant sind. Und wenn das möglich ist, dann könnte man erkennen, dass es nicht so einfach ist, zu verstehen, was personenbezogene Daten eigentlich sind und was sie besagen.
Und stellt man sich dann immer noch die Frage, wem es nun erlaubt oder verboten sei, Auskunft zu geben oder Auskunft zu verweigern, Auskunft zu verlangen oder auch nicht, dann stellt sich genau diese Frage auf ganz andere Weise. Denn wir stellen fest, dass in dem Augenblick Daten, auch personenbezogene Daten, das nicht so einfach erkennbar ist, dass sie erstens über Personen etwas aussagen und was sie über Personen aussagen. Das möchte ich an einem Beispiel kurz zeigen, das euch sehr einleuchten wird. Ja. Und zwar habe ich mitgebracht einen Steckbrief aus dem Jahr 1799, das ist also über 200 Jahre alt. Einen Steckbrief, da wurde damals in der Schweiz ein Mann gesucht, wegen einer Straftat. Man hatte damals schon herausgefunden, dass es sinnvoll ist, im regionalen Raum Steckbriefe mit Personenbeschreibungen zu verbreiten. Und weil man eben sagte, wenn da die Person beschrieben ist, dann können Leute, die diese Person sehen, eben der Polizei mitteilen. Und einen solchen Steckbrief habe ich gefunden. Und den Text dieses Steckbriefs, der ist sehr aufschlussreich, der ist sehr interessant. Und wenn man den mal analysiert, diesen Steckbrieftext, dann werdet ihr feststellen, dass da die Dinge so einfach nicht sind, wie man das nämlich gerne hätte. Diesen Steckbrieftext ist sehr kurz und den möchte ich gerne vorlesen. Gesucht wird, so heißt es aus diesem Steckbrief, gesucht wird Hans Rudolf Weber, Streckschneider genannt, von Menzigen im Distrikt Kulm, Kantons Aargau, bei 67 Jahren alt. Ist von besetzter, also gedrungener Statur, ungefähr 5 Schuh, 6 Zoll Bernmaß hoch. Bernmaß, das ist das Längenmaß, das in der Stadt Bern gegolten hat. Hat ein grobes und blasses Angesicht, graue, hart am Kopfe abgeschnittene Haare, auch graue Augenbrauen, graue Augen, eine dicke, eingedrückte Nase und einen großen Mund. Er trägt alte, mit Lappen besetzte zwilchene Pantalons, einen alten zwilchenen Kittel, ein altes rotes Leiblin und über dasselbe ein Kamisol von halbbaumwollenem Tuche, alte, zerrissene, wollene Strümpfe und sehr schlechte Schuhe mit Schnallen von verschiedener Fasson. Das ist der Text dieses Steckbriefes. Wenn jemand eine genaue Quellenangabe haben möchte, dann bitte ich um kurze Mitteilung, ich suche die dann heraus. Diese Personenbeschreibung enthält im Wesentlichen 3 Merkmalskennzeichnung. Das erste Merkmal wird gekennzeichnet durch das, was man den Personenstand nennt, also Name, Wohnort, Herkunft, Alter. Und diese Merkmale ergeben sich aus schriftlichen Aufzeichnungen, aus Dokumenten und Urkunden, die er damals natürlich, dieser Mann natürlich nicht selber bei sich trägt, das ist klar, das ist bei Ämtern hinterlegt. Die zweite Merkmalsbeschreibung ist das Aussehen dieses Mannes, die körperliche Statur, das Gesicht. Und das dritte Merkmal, und das ist jetzt ganz interessant, besteht in einer sehr ausführlichen und sehr differenzierten Beschreibung der Kleidung, die der Mann trägt. Die Kleidung ist sehr viel differenzierter beschrieben als das Gesicht beispielsweise. Und sie ist so genau beschrieben, diese Kleidung, dass man Historiker heute ohne Probleme sehr genau herausfinden können, wie dieser Mann gekleidet gewesen ist. Das kann man, wenn man die Worte in alten Wörterbüchern nachschlägt, ohne weiteres herausfinden. Das ist sehr genau. Und das Interessante ist nun, dass ausgerechnet diese Merkmalskennzeichnung, also die Kleidung, die der Mann trägt, in diesem Text die Hälfte des ganzen Steckbrieftextes ausmacht. Es gibt 3 Merkmalskennzeichnungen und die Hälfte davon ist die Beschreibung der Kleidung, obwohl, und jetzt könnte man doch drüber nachdenken und sagen, warum wird denn so viel Wert auf die differenzierte und genaue Beschreibung der Kleidung gelegt, wenn dieser Mann doch eigentlich die Kleidung ablegen könnte? Die Kleidung wäre doch in dem Augenblick der unzuverlässigste Datensatz, der über diese Person Auskunft gibt. Ist denn das der Polizei damals nicht aufgefallen? Haben die das nicht gemerkt? Und die Antwort lautet überraschend, das ist ein Irrtum. Tatsächlich ist die Kleidung, beziehungsweise die Information über die Kleidung, der zuverlässigste Datensatz in diesem ganzen Steckbrief. Das Aussehen ist nur halb so zuverlässig. Also das Gesicht und die Statur dieses ist nur halb so zuverlässig. Wie kann das sein? Nun, der Steckbrief stammt eben aus der Vorzeit der Industrialisierung, aus einer Zeit, als die Industrialisierung gerade erst angefangen hatte und bis dahin eben in den süddeutschen Raum und in die Schweiz noch nicht vorgedrungen war, also noch aus einer feudalen Gesellschaft. Aber sie hatte sich da natürlich auch schon angekündigt, denn auch das Verbreiten von Steckbriefen war schon etwas sehr Modernes. Der größte Teil der Bevölkerung, insbesondere natürlich die ländliche Bevölkerung, konnte nicht einfach über Kleidungswechsel verfügen.
Kleidung war Handarbeit und darum sehr teuer. Für die ländliche Bevölkerung war es völlig unüblich, mehrere Garnituren, sagen wir, mehrere Datensätze von Kleidung zu besitzen oder darüber zu verfügen. Die Menschen hatten eben nur Kleidung für die Arbeit und sie haben den ganzen Tag gearbeitet und sie hatten allenfalls noch Kleidung für den Sonntag, also für die Kirche. Und diese Kleidung haben sie ihr ganzes Leben getragen, also beziehungsweise so lange getragen, wie es nur ging. So ist es auch kein Wunder, dass hier der Mann wird beschrieben mit 67 Jahren alt, das ist damals sehr, sehr alt, und er hat eine sehr verschlissene Kleidung, das ist nicht ungewöhnlich. Also das bedeutet, dass die Kleidung über eine Person sehr wohl Auskunft geben konnte, weil aufgrund der Nichtverfügbarkeit von Kleidungswechsel eine soziale Struktur, und das ist jetzt wichtig, weil aufgrund der Nichtverfügbarkeit von Kleidungswechsel eine soziale Struktur der Exklusivität entstanden ist. Die ein Wissen darüber zulässig machte, wie die Menschen übereinander, das ist ganz wichtig, übereinander informiert sind, woraus sich ergibt, was von einem Datensatz zu halten ist, in dem Fall. Also was heißt das? In dem Fall heißt das, dass der Verfasser dieses Steckbriefes, irgendein Schreiber, ein Sekretär bei der Polizei, und die Leser dieses Steckbriefes voneinander wussten, dass die in dem Steckbrief bezeichnete Person nicht so einfach über andere Kleidung verfügen konnte, weshalb es für denjenigen, der diesen beschriebenen Datensatz als Kleidung dann an einer Person wahrnahm, beinahe ausgeschlossen war, dass es sich in dem Fall um eine andere als um die gesuchte Person handeln konnte. Denn es ist klar, die gesuchte Person konnte ihre Kleidung nicht einfach wechseln. Und jede andere Person, sofern sie ländlicher, bäuerlicher Herkunft war, konnte das auch nicht. Und das heißt, die Person wird durch eine Struktur dieser Exklusivität identifizierbar und nicht bloß durch die Kleidung oder durch den Datensatz. Denn es ist die Struktur, also das, was die Leute voneinander darüber wissen, was für den jeweils anderen ausgeschlossen ist, die zu erkennen gibt, was von dem Datensatz eigentlich zu halten ist und nicht der Datensatz selbst. Ohne diese Struktur der Exklusivität wird die Aussagefähigkeit des Datensatzes nämlich sehr fraglich. Und das wird erst bemerkt, wann wird das bemerkt? Das wird erst in dem Augenblick bemerkt, wo genau diese Struktur, die es möglich macht, diesen Datensatz als relevant zu identifizieren, wenn diese Struktur tatsächlich sich verändert, sich verschiebt oder wenn sie zerfällt. Und das ist dann im Laufe der Industrialisierung tatsächlich auch geschehen. Dann nämlich im Laufe der dann sich ereignenden Industrialisierung wurde erkennbar, wie sehr die Möglichkeit der Identifikation von Personen ein sozial geregelter Zusammenhang der Zuordnung von Daten und Menschen, von Daten und Personen ist und ohne eine solche Struktur gar nicht möglich wäre. Eine Identifikation konnte im 18. Jahrhundert gelingen, nicht weil Auskunft über die Person und die Auskunft über einen Datensatz übereinstimmten. Also nicht, weil da eine Identität vorlag, sondern weil trotz einer Differenz zwischen der Auskunft über die Person und einer Auskunft über den Datensatz über diese Person, weil trotz einer Differenz die Struktur der Exklusivität einen Irrtum der Zuordnung erschwerte, so sehr erschwerte, dass wenn man, dass man relativ sicher sein konnte, die gesuchte Person gefunden zu haben, wenn man an ihr eben diese beschriebene Kleidung wahrnehmen konnte. Also es war nicht der Datensatz, der irgendeine Auskunft gab, sondern es war die Struktur, die darüber vermittelte, der Mann, der so gekleidet ist, das kann nur der Gesuchte sein. Bevor aber diese Struktur eben nicht zerfallen war, konnte das nicht so einfach bemerkt werden. Weshalb es eben in dem Steckbrief ganz lapidar heißt, der Gesuchte trägt eben diese Kleidung. Es ist eben so, wie der Polizist, der Schreiber es sagt. So und nicht anders. Das heißt, das hat ihn eigentlich gar nicht gewundert, weil es sowieso nicht anders gegangen wäre. Komplizierter war es also für die Polizei nicht. Denn für die Polizei oder für den Schreiber dieses Steckbriefes war eben ausgeschlossen, dass der Leser dieses Steckbriefs ebenso darüber Bescheid weiß, dass war eingeschlossen, für die Polizei war eingeschlossen, dass der Leser dieses Steckbriefs auch darüber Bescheid weiß, was ausgeschlossen ist, nämlich der beliebige Kleidungswechsel. Das muss also nicht extra mitgeteilt werden,
weil sich das eben scheinbar von selbst versteht. Scheinbar und tatsächlich für diese Leute damals hat sich das von selbst verstanden. Und das heißt, die Differenz zwischen Person und Datensatz erkennt man erst, wenn diese Struktur zerfällt. Und nur weil es sich um eine Differenz handelt, kann die Struktur unter bestimmten Bedingungen zerfallen. Die Annahme, es läge eine ursprüngliche Identität vor, würde nicht erkennbar machen, wie die Zuordnung von Person und Datensatz sich ändern könnte. Und tatsächlich hat sich dann in dieser Hinsicht eine Änderung vollzogen, nämlich durch die industrielle Produktion von Kleidung, durch ihre Verbilligung, durch den Anstieg von sozialer Mobilität, die Fragmentierung des öffentlichen Raumes, durch den Zerfall einer ständischen Gesellschaftsordnung, eben durch die Entwicklung der modernen Gesellschaft. In dem Fall kann Kleidung kein Datensatz mehr sein, der über Personen Auskunft gibt, weil in dem Fall der modernen Gesellschaft eine Information über jederzeitigen Kleidungswechsel möglich wird. Das hat zur Folge, dass die Menschen anders übereinander informiert sind. Und das bedeutet dann auch, dass in dem Fall Kleidung als personenbezogener Datensatz nicht nur völlig untauglich ist, um eine Person zu identifizieren, sondern auch, dass Kleidung jetzt zu Täuschungszwecken verwendet werden kann. Das heißt, Kleidung kann dann in dem Augenblick, wo sie verfügbar wird, wo man sie überall kaufen kann, kann dann zur Maskierung genutzt werden, weshalb es logisch ist, dass im Laufe des 19. Jahrhunderts Kleidung als Datensatz zur Identifikation von Personen in keinem Steckbrief mehr zu lesen ist. Das stellen Historiker fest. Sie wissen, dass im frühen 18. Jahrhundert sind diese Steckbriefe aufgekommen. Da hat der Anteil der Kleidung fast 2/3 oder mehr des ganzen Steckbrieftextes ausgemacht. Und im Laufe des 19. Jahrhunderts ist dann genau die Beschreibung der Kleidung völlig aus Steckbriefen verschwunden. Das Einzige, wo wir das noch kennen, wenn Personen gesucht werden, das habt ihr im Radio bestimmt schon mal gehört, nämlich dann, wenn tatsächlich wieder ausgeschlossen ist, dass die Person die Kleidung wechseln kann. Wenn zum Beispiel in einem Altenheim eine Person schon mal entlaufen ist, dann habt ihr schon beim Radio gehört, die Person trägt Jogginghose oder Hausschuhe oder so etwas. Dann wird noch gesagt, die Person ist geistig verwirrt. Und das wiederum ermöglicht dann wieder, aha, es ist logisch, daran kann man die Person erkennen, weil die Person kein Geld hat, sie kann nicht einfach über Kleidungswechsel verfügen. Und dann klappt das wieder im Ausnahmefall. Also, Kleidung ist für uns kein Datensatz, der über die Identität Auskunft gibt. Wir behandeln Kleidung nur als Datensatz, der über Geschmack Auskunft gibt und durch Geschmacksfragen findet dann eben eine soziale Sortierung statt. Und deshalb ist für uns Kleidung kein Datenschutzproblem. Und weil sie eben kein personenbezogener Datensatz ist. Aber das könnte sie im Prinzip eben sehr wohl sein, unter bestimmten Bedingungen. Und wichtig ist nun, dass dieser Zusammenhang natürlich nicht nur für haptische Datensätze gilt, also für Datensätze, die man anfassen kann, sondern prinzipiell auch für digitale Datensätze. Wobei jedoch die Schwierigkeit nun hinzukommt, dass digitale Datensätze, wenn sie in den Verkehr kommen, nur als Kopie vorkommen. Das gilt für die haptischen Datensätze nicht. Haptische Datensätze sind dreidimensionale Objekte, die durch den Raum gereicht werden und dabei die Stelle wechseln. Ja, ein Datensatz, der da ist, kann nicht da sein gleichzeitig. Das ist ja bei digitalen Datensätzen anders. Digitale Datensätze wechseln nicht die Stelle, sondern infolge ihrer Kopie ändern sie nur einen Informationszustand. Und das heißt, dass auch die Kopie nicht einfach nur eine Identität wiederherstellt, wie man das meistens so auffasst, sondern eben immer durch die Kopie, also durch den Vorgang des Kopierens immer eine Differenz hinterlässt. Ihr könnt euch das vorstellen, wenn man eine Kopie immer wieder kopiert, dann kann man es irgendwann sehen. Ne? Du nimmst eine Kopie und du kopierst sie immer wieder, dann verschlechtert sich natürlich die Kopierqualität. Beim Kopieren kennen wir das. Bei digitalen Datensätzen könnte man ja sagen, da ist das nicht, weil ja sozusagen eine vollständige Identität da ist. Also könnte man doch glauben, wenn ein digitaler Datensatz kopiert wird, eigentlich doch immer die vollständige Identität wiederhergestellt. Und genau das ist nicht der Fall, denn der Datensatz, der da kopiert wird, wird ja immer an verschiedenen Stellen kopiert, weiterkopiert. Und diese Stellen sind ja nicht identisch. Das heißt also, es sind verschiedene Leser oder Benutzer oder immer verschiedene Stellen, die von diesen Datensätzen Kenntnis nehmen. Und die sind nicht einfach identisch. Aber das führt in die Feinheiten einer Theorie, die wir an dieser Stelle beiseite lassen wollen, denn noch wird ja mehrheitlich immer geglaubt, und das scheint mir der ganze Pferdefuß dieser Angelegenheit zu sein, denn noch wird mehrheitlich geglaubt, ein Datenschutz scheitert nur an seinen Umweltbedingungen und nicht an sich selbst. Aber solange das geglaubt wird, kommt man mit den Feinheiten eben einer Theorie nicht weiter,
Das ginge erst, wenn wir die ursprüngliche Identitätsannahme fallen lassen. Also wenn man die Annahme fallen lässt, dass jede Art von Identifikation, die ja möglich ist, dass jede Art von Identifikation an die Identität vorausgeht. Tatsächlich geht jede Art von Identifikation an die Differenz voraus. Und diese eine Differenz lässt es dann eben auch zu, dass sich die Struktur ändern kann, durch die Identifikation eben gelingt oder eben dann auch scheitert. Kleidung konnte früher als personenbezogener Datensatz funktionieren, sofern durch eine soziale Struktur der Exklusivität ausgeschlossen war, dass man Kleidung zu Zwecken der Verkleidung nutzen konnte. Seitdem die Gesellschaft Kleidung aber zu Zwecken der Verkleidung jeden Tag zur Verfügung stellt, ist Kleidung nur im Ausnahmefall eine rechtliche Angelegenheit. Man denke zum Beispiel an den Streit um die Frage, ob es einer Lehrerin erlaubt ist, in der Schule ein Kopftuch zu tragen. Ne? Das ist, warum kann man daraus eine rechtliche Angelegenheit machen? Die Frage kommt hier auf, weil man sagt, kann das sein, dass sie sich als Muslimin verkleidet? Und wenn die sich als Muslimin verkleidet auf einmal, dann stellt sich die Frage, warum kann man ihr das verbieten? Also warum kann man daraus eine rechtliche Angelegenheit machen? Antwort, weil diese Frau selbst zur Auskunft gibt, dass sie sich eben nicht als Muslimin verkleidet, sondern dass sie ein authentisches Glaubensbekenntnis ablegt und dies symbolisiert mit diesem Kopftuch. Und dann auf einmal kommt man auf die Idee und sagt, okay, das ist nicht einfach mehr gedeckt durch Persönlichkeitsrechte, weil ja andere auf einmal diese Kleidung, diesen Kopftuch sehen. Also hier wird sozusagen, man kann das der verbieten, weil sie eben sagt, das ist kein Kleid, das ist nicht einfach nur Kleidungsgeschmack. Wäre es nur Kleidungsgeschmack, dann wäre es kein Problem. Personenbezogene Daten einzig und allein als rechtliche Angelegenheit zu apostrophieren, wie dies Datenschützer tun, lassen die prinzipielle Möglichkeit beiseite, dass man mit Datensätzen über die Person auch täuschen, tricksen und lügen kann. Aber das wird uns verboten, wenn es darum geht, Verträge aller Art einzugehen, ob das nun Arbeitsverträge sind, ob das Mietverträge, Kaufverträge, Kreditverträge sind, Pachtverträge, oder wenn es darum geht, irgendwelche Mitgliedschaften einzugehen. Immer dann wird uns verboten, über die eigene Person lügen zu dürfen, also irgendwelche Daten anzugeben, die nicht stimmen. Unter dieses Verbot und nirgendwo auf den Prüfstand gestellt wird, niemand bezweifelt das. Jeder hält das Verbot aus irgendeinem Grunde für sehr vernünftig. Folgt daraus logisch, dass die Bürger das Recht haben müssten, darüber zu bestimmen, wem es erlaubt sei, diese Daten zu sammeln und auszuwerten, oder wem es erlaubt sei, von diesen Daten Kenntnis zu nehmen. Und das heißt, die Bürger bräuchten ja tatsächlich auf einmal ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und das ist ja klar, in dem Moment, wo es mir verboten ist, über meine Person zu lügen in bestimmten rechtlichen Angelegenheiten, bräuchte ich tatsächlich ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Aber aufgrund des Verbots, über die eigene Person lügen zu dürfen, können wir Bürger tatsächlich über unsere informationelle Selbstbestimmung tatsächlich nicht selbst bestimmen. Diese Paradoxie ist Datenschützern sehr wohl bekannt, aber sie reden da nicht so gerne drüber. Das ist der Grund, weshalb Datenschützer gerne Skandal rufen, wenn irgendein Datenmissbrauch geschieht, um eben genau diese Paradoxie zu verdecken. Denn tatsächlich hätten wir ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung, dann hätten wir kein Problem mit Datenschutz. Nehmen wir auch hier die Kleidung wieder als Beispiel. Ich kann meine Kleidung wählen, wie ich will. Ich habe auch ganz einfache Möglichkeiten dazu. Und aus diesem Grunde habe ich, was meine Kleidung angeht, ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Also ich kann wählen und du kannst dir diese Kleidung angucken. Du kannst darüber Meinung äußern, das ist überhaupt kein Problem. Aber du, der du über meine Kleidung Meinung äußern möchtest oder irgendetwas dazu sagen möchtest, du bist nicht der Einzige, der das darf, sondern alle anderen dürfen das auch. Und dann ergibt sich ganz schnell, darüber haben nur verschiedene Leute verschiedene Meinungen und am Ende handelt es sich nur um Kleidungsgeschmack. Wir haben es nötig, ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung, aber wir haben nicht die Chance auf informationelle Selbstbestimmung. Denn hätten wir diese Möglichkeit, dann hätten wir das Problem nicht. Und wir bräuchten keine Datenschützer, die erstens unsere Daten nicht schützen und die es sich zweitens kostengünstig erlauben können, das Datenschutzproblem auf Dauer zu stellen, indem ein Datenschutz vorhersehbar und regelmäßig scheitert. Also ich will sagen, an jeder Datenschutz scheitert zunächst, und wenn ich sage, an jeder Datenschutz, sofern er sich als rechtliche Angelegenheit sieht, scheitert nur an sich selbst, weil er die Bedingung des Scheiterns von Datenschutz selber herstellt. Das will ich sagen. Danke. So, gibt es an der Stelle noch Fragen?
Ja, guten Tag, Christian Kühne mein Name. Danke erstmal für den Vortrag. Also ich fange jetzt mal von hinten an. Also ich habe eine Menge von Widerspruch hier, aber einen nach dem anderen. Also erstmal zu Ihrer Paradoxie. Was verstehen Sie denn eigentlich darunter, jetzt mal im allgemeinen, praktischen, täglichen Sinne von informationellem, von dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung? Denn ich glaube, dass Sie hier von einem Missverständnis ausgehen, wenn Sie meinen, das bedeutet, dass man dann ein Recht hat auf Lügen. Es geht ja dabei, wenn ich mit einer Organisation oder sonst irgendeinem Dienstleister in Kontakt trete, darum, dass ich ja etwas möchte. Und wenn ich etwas von ihm möchte, dann gibt es in bestimmten Fällen eine Form der Kommunikation, die voraussetzt, dass man sich gegenseitig identifiziert, dass man weiß, wer der andere ist. Nicht immer. Darüber können wir nochmal sprechen. So, in dem Fall, wo wir dann etwas dann von uns mitteilen, sollte es doch darum gehen, dass man dann sagt, wenn ich nicht mehr möchte, dass Sie etwas über mich wissen, dann sollen Sie es bitte löschen und so weiter und so fort. Also welches Verständnis setzen Sie hier an? Also tatsächlich, also es ist ja richtig. Also es ist so, also ich sage ja nicht, also wir haben, es ist uns verboten, also in rechtlichen Angelegenheiten über die eigene Person zu lügen. Das hatte ich gesagt, wenn wir Verträge eingehen. Sie müssen den Vertrag nicht eingehen. Was denn? Dann gehen Sie halt den Vertrag nicht ein. Genau, weil ich, ist ja klar, logisch. Ich sage ja, wenn wir Verträge eingehen wollen. Ich sage, wenn wir es wollen. Und das ist ja im Prinzip auch zunächst rein verfahrensmäßig auch eine praktische Sache zunächst. Also warum soll ich irgendjemanden anlügen, wenn ich doch tatsächlich auf der Basis eines Vertrages, also sagen wir auf dem Markt, auch Nutzen davon habe. Also ich möchte beispielsweise auch angerufen werden beispielsweise oder und dergleichen. Also das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, es geht darum, dass in dem Augenblick, wo wir dazu gezwungen sind, dies zu tun, wo wir also dazu gezwungen sind, etwas zu tun, das wir vielleicht auch ohne diesen Zwang tun würden. Also ich würde auch ohne, dass man mich dazu zwingt, meinen Namen zu nennen, Und ich würde auch ohne, dass man mich dazu zwingt, sagen, wo ich wohne, wie alt ich bin, wie viele Kinder ich habe. Ich würde es vielleicht auch tun, ohne dass mich jemand dazu zwingt, das zu tun. Dann ist doch der Punkt ist, wer will das denn eigentlich wissen und warum? Und solange ich das immer weiß, wer will von mir was wissen und warum, ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Denn, soweit ich ja weiß, wer etwas von mir wissen will, kann ich auch sofort relativ gut erklären, warum eigentlich. Also warum will das jemand wissen, wenn ich ein Auto kaufe? Warum will ein Autoverkäufer von mir wissen, ob ich 3 Kinder habe oder ob ich 4? Ja, er kann sagen, na ja klar, wenn Sie 4 Kinder haben, das Auto ist natürlich zu klein. Logisch, auf einmal leuchtet es ein. Nur darum will er es ja wissen und das kann man auf einmal erkennen. Der Punkt ist ja dann, warum will jemand eigentlich etwas wissen und lässt mich im Unklaren darüber, was mit den Daten anschließend geschieht. Und das ist der Grund, weshalb die Leute sich dann gegen jede Art von Volkszählung empören, weil sie nämlich sagen, der Staat sammelt dann Daten ein, wir sollen gefälligst wahrheitsgemäß Auskunft geben, aber wenn dann die Daten irgendwie verwendet werden, weiß ich nicht, wer sie liest, wer sie auswertet, wer sie verknüpft, wer daraus Schlussfolgerungen zieht und schon gar nicht weiß ich, welche Folgen das für mich hat. Das ist schon klar. Aber ich meine, wir reden ja nicht jetzt hier komplett kontextfrei und in allen Themen durch, sondern Sie haben jetzt konkret jetzt über einen speziellen Fall geredet und nicht jetzt über einen Zendus und das Datenschutzgesetz macht da schon auch seine Regelungen und sagt dann, okay, Es geht um Datenvermeidung, es dürfen nur bestimmte Datensätze verwendet werden, sofern sie für die Kommunikation notwendig sind. So. Und nicht einfach so, wer das nicht tut, der müsste theoretisch dann sanktioniert werden. Passiert natürlich nicht, da haben wir dann die Defizite auf Seiten der Ausführung des Rechts und natürlich, sofern das Recht der Theorie noch ein bisschen nachhinkt, die Theorie entwickelt sich natürlich auch weiter, ist ja klar, da gibt es auch eine Entwicklung, dann hat man sozusagen auch genau diese Fälle abgedeckt, die Sie da besprechen. Ne? Ja. Der Zensus von 83, wo alle protestiert haben, natürlich haben wir da protestiert, eben weil die Regelungen, die wir heutzutage haben, eben noch nicht existiert haben. Ja? Also das sind genau diese ganzen Schwierigkeiten, ne? Die entstehen eben dadurch, weil man meint, einzig und allein sei es eine rechtliche Angelegenheit. Der Punkt ist ja die, solange... Da widerspreche ich Ihnen auch. Also würde ich nicht so sagen. Also ich meine, genau, es gibt Leute vielleicht, die sowas meinen, aber ja, es gibt Datenschutz, die umgesetzt wird mit dem Instrument des Rechts, aber nicht überall. Schauen Sie sich mal an, Informatiker hier, denke ich mal, sitzen hier im Raum, die tagtäglich an Systemen bauen und die sich immer wieder einen Kopf darum machen müssen, so ob die Daten, die sie jetzt verarbeiten, jetzt brisant sind oder nicht. Also woher kommt das? Sie machen die ethischen Überlegungen schon. Das sind weniger ethische Überlegungen, sondern das sind eher
das ist eher eine Risikokalkulation. Die Risikokalkulation besteht darin, dass man eben nicht genau weiß, was ist Recht, was ist Unrecht. Das übrigens, also das weiß man eben nicht genau und das übrigens wissen ganz nebenbei gesagt Geheimdienste auch immer nicht so genau. Und da kommt dann eine Risikokalkulation, das hat nichts mit Ethik zu tun, das hat eine Risikokalkulation, die auf einmal sich einrastet und sagt, da ich nicht genau weiß, was Recht und was Unrecht ist, was die Bestimmungen genau besagen, mache ich mir zuvorkommend Gedanken darüber, ob ich diese Daten speichern darf, ob ich sie verknüpfen darf, ob ich sie weitergeben darf oder auch nicht. Das ist eine Risikokalkulation. Kann es geben, aber ich sehe ich nicht so. Also ich in meiner täglichen Arbeit, ich lese schon das Datenschutzrecht durch und habe sie zumindest, sollte es auch sein, in der Lehre dann auch mal gelernt und dementsprechend müsste ich das auch anwenden, sag ich jetzt mal. Ja, passiert natürlich nicht im Ideal und so, ja, aber... Ach so, ach, tatsächlich, ach, da haben wir es wieder. Es passiert also irgendwie nicht. Es kann also immer sein, dass durch rechtliche Angelegenheit nicht alles geregelt werden kann. Das ist auch logisch. Dafür sind nämlich die Verhältnisse zu verworren, die sind zu komplex und zu kompliziert und zu undurchschaubar, als dass man sagen könnte, mit einer Differenz von erlaubt und verboten versucht man alles in dieser Sache zu regeln. Man kann in dieser Sache kaum etwas regeln. Das ist eben der entscheidende Punkt, über den ich reden will. Natürlich kann man sagen, sofern die Strukturen, durch die die Zuordnung von Datensätze auf Personen, solange diese Struktur intakt bleibt, solange diese Struktur sozusagen sich nicht bemerkbar macht, da kann man immer nur sagen, hoppla, da könnte irgendjemand etwas über mich wissen und ich habe in dem Augenblick keine Möglichkeiten, mich zu wehren oder so. Aber kann das nicht sein, dass wenn wir über Digitalisierung sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass ich mit dieser Digitalisierung, was auch immer das im Einzelfall heißen mag, aber dass ich mit dieser Digitalisierung eine Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse vollzieht, die durchaus vergleichbar ist mit dem, was während der Industrialisierung passiert ist. Und das war mein Beispiel, das ich zeigen wollte, zu sagen, dann ändert sich etwas und dann ändern sich die Dinge unvorhersehbar. Und dann kann man nicht einfach sagen, ich weiß schon, was dann geschehen wird und ich kenne schon die Folgen. Wir kennen sie eben nicht. Und also diese Folgen sind eben unbekannt und man kann wenn man es mit unbekannten Folgen zu tun hat, zwei Schlussfolgerungen daraus ziehen. Man kann dafür sorgen, dass man sagt, am besten ist, wir sorgen dafür, dass sich nichts ändert, um eben diese unbekannten Folgen abzuwehren. Oder aber man sagt, okay, dann ändern wir uns eben und das geschieht durch Lernen. Man kann eben sehr wohl lernen, also und man kann eben sehr wohl auch Dinge lernen, die man noch nicht gelernt hat. Also man kann sagen, ich muss Dinge lernen, die schon gelernt wurden. Also ich kann lernen, wie beispielsweise Datenschutz, was da drin steht. Ich kann lernen, was ich tun muss, um mich an die Bestimmungen zu halten. Aber man kann auch Dinge lernen, die noch nicht gelernt wurden. Und dann die Frage, was wir noch nicht gelernt haben, ist, wie können wir selber etwas zu unserem Datenschutz beitragen, wenn die Antwort nicht lautet, du kannst es, indem du einfach nur Software installierst oder so. Ja, sondern lernen heißt dann, sich darauf einzulassen, auf diese unbekannten Folgen und eben nicht zu sagen, Angst davor ist die einzig relevante und einzig entscheidende Option. Das ist eben tatsächlich nicht so. Aber diese Stimmungsmache, die hebt genau darauf immer ab. Dann Angst, wir wissen es nicht und daraus wird dann geschlussfolgert, wir müssen Angst haben, wir müssen eben keine Angst haben. Ja, danke für den Vortrag. Fand ich gut. Ich würde vielleicht noch was hinzufügen, was vielleicht in deinem Interesse ist. So dieser Widerspruch, der immer aufgemacht wird zwischen sozialen und technischen Lösungen, der halt hier auch sehr prävalent ist, sage ich mal. Ist, denke ich, auch die Sache, um die es ein bisschen geht. Und man sollte sich vielleicht klar machen, dass die Gesellschaft aus Technologie besteht. Sie besteht aus Sprache, sie besteht aus Schrift, sie besteht inzwischen aus Telefon und Internet und sonst was. Und die Gesellschaft kann halt auch aus Kryptographie und Onion Routing und so weiter bestehen. Und das sind genauso soziale wie technische Lösungen. Und ja, vielleicht als kleiner Zusatz. Ja, danke schön für den Vortrag, sehr anregend. Meine Frage ist jetzt, was wäre die Schlussfolgerung? Haben Sie eine Schlussfolgerung? Und die zweite Frage wäre, was hat das Ganze mit der Hagebuttenmarmelade zu tun? Ja. Also, welche Schlussfolgerung? Man kann die Schlussfolgerung ziehen, dass wenn man viele Dinge nicht weiß, dass es sinnvoll wäre, Petitionen zu unterzeichnen, Protest zu organisieren, auf Demonstrationen zu gehen und Beschwerdebriefe zu schreiben. Ich glaube, das bringt deshalb nichts, und zwar deshalb, weil der Protest hat erst da etwas geholfen,
als man ihn verboten hatte. Nur da konnte Protest irgendein Problem lösen, nämlich dann ihm doch erlaubbar zu machen. Deshalb war Protest im 19., im frühen 20. Jahrhundert so wichtig, weil das nämlich nicht selbstverständlich war, zu protestieren, über die Straße zu laufen und zu protestieren. Das musste gelernt werden, tatsächlich. Und seitdem das gelernt wurde und der Staat zugestanden hat, dass die Bürger das dürfen, hat er ja auch keine Einwände mehr dagegen. Aus diesem Grunde läuft jede Kritik an Geheimdiensten beispielsweise oder auch an Polizei, läuft immer ins Leere, weil die nämlich immer sagen werden, wir sind dafür da, um dein Recht auf Protestieren zu verteidigen. Und wenn du dann sagst, ich protestiere aber gegen eure Machenschaften, dann sagen die, ja, das hatten wir vorhin in dem Podiumsdiskussion gesehen, dann lachen die immer ganz nett und sagen, ja, wir werden uns um Transparenz bemühen. Ne? Und dann sind die einfach anschließend wieder nur anderer Meinung. Das ist klar. Das heißt, mit Protest kriegst du die Probleme nicht gelöst, weil derjenige, gegen den du protestierst, behauptet, ich schütze dein Recht zu protestieren. Das heißt also, es käme dann, die Schlussfolgerung wäre eben nicht das zu tun, was schon gelernt wurde, sondern eben etwas zu tun, das noch nicht gelernt wurde. Was das im Einzelnen bedeuten, kann ich nicht so genau sagen, denn ich bin ja nun kein Scharlatan, der dir das genau sagt. Ich komme ja nun nicht aus der Zukunft. Aber man könnte doch auf die Idee kommen, zu sagen, dass es um Lernprozess oder eine Lernaufgabe geht, die umso schwieriger ist, weil das zu Lernende auch erst noch in Erfahrung gebracht werden muss. Und ich kann mir durchaus vorstellen, aber da bin ich nicht vom Fach, ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass die Hacker dazu etwas beitragen können, wenn sie nicht glauben, dass Know-how besteht immer nur darin, Software, also ein Apparat richtig oder falsch zu bedienen. Wenn das Know-how wäre, dann können Hacker nichts dazu beitragen. Ich glaube, dass die Unterscheidung von richtig und den einen Apparat richtig oder falsch zu bedienen nicht weiterführt. Das ist die erste Schlussfolgerung, man kann lernen. Ich würde das gerne tun, aber das ist abhängig von Bedingungen, nämlich von einer Gesellschaft, die sich lernbereit zeigt, und das kann ich nicht beobachten. Und die zweite Frage, was hat das mit Hagebuttenmarmelade zu tun? Es gibt ja Leute, die wissen, wie man richtig kommuniziert, ich nicht. Leute, das sind irgendwelche Experten, zu denen musst du nur in irgendwelchen Seminaren gehen und für bescheiden wenig Geld, und die sagen dir dann, wie man richtig kommuniziert. Ich kann sowas nicht. Ich bin kein Scharlatan. Ich sehe die Probleme sehr ernst. Ich kann nicht einfach sagen, ich bin ein Experte, ich kenne mich aus, ich weiß Bescheid, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich unter diesen Bedingungen sozusagen die Situation herstellen soll, dass ich trotzdem einen Vortrag halte. Denn normalerweise kennen wir ja die Beobachtungssituation, derjenige, der redet, kennt sich aus. Derjenige, der redet, ist kompetent. Und ich halte das tatsächlich für ein bisschen sehr naiv. Das erscheint immer nur so. Tatsächlich ist das nicht so. Wir alle suchen nach Lösungen. Und derjenige, der behauptet, ich weiß etwas ganz genau, das alle anderen nicht wissen, wie ich sagen, das ist eher ein Scharlatan. Denn wenn ich irgendetwas weiß oder behaupten kann, irgendetwas genau zu wissen, dann liegt das nur daran, dass alle anderen das mehr oder weniger gut oder nicht so gut auch wissen oder wissen könnten. Also das heißt, Lernprozesse sind gesellschaftlich. Es sind gesellschaftlich strukturiert. Und da ich das nur nicht sagen kann, versuche ich nach einem Trick. Ich versuche nach einem Trick, wie kann ich das ins Gespräch bringen? Und ein Trick wäre, eben nicht klar und eindeutig zu sagen, was ich sagen will oder was ich denke, sondern eine kleine Verwirrungssituation herzustellen. Das heißt, unter einer Überschrift etwas anzukündigen, mit der keiner etwas anfangen kann. Und eine Unterüberschrift, mit der man dann eben sehr wohl etwas anfangen kann. Also es geht um Datenschutz, und jetzt auf einmal taucht ein kleiner Sinnkonflikt auf. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Du erkennst nichts, und jetzt hast du einen Grund zu fragen. Und jetzt kannst du sagen, ist so ein Taschenspielertrick, kann man so etwas machen? Du siehst, es geht mir nicht darum, sozusagen mich wichtig zu machen, sondern das Problem aufmerksam zu machen. Erzeuge Sinnkonflikte durch Methoden von Tricks und Täuschen und ein bisschen Schummeln, und du erkennst sofort, wo ich es aufdecke, ist es eigentlich gar nicht schlimm. Ne? Es geht nur darum, die Idee war halt bei mir nur, so einen Blickfang herzustellen. Einen Blickfang herzustellen für das Thema, wenn ich nicht einfach sagen kann, ich bin derjenige, der hier alles ganz genau weiß. So, weitere Fragen? Naja, okay, also Sie sagen, dass die Experten eigentlich inkompetent sind, aber dann treten Sie doch wieder hier auf mit
einer Vorstellung von dessen, was das Datenschutzproblem ist. Okay, kann man nochmal drüber nachdenken. Die andere Sache ist, ich würde schon auch noch mal ein bisschen genauer wissen von Ihnen, was denn Ihre, wie denn genau Ihre Diagnose aussieht von dem Daten, sogenannten Datenschutzproblem, was immer größer wird und nie gelöst wurde. Also, denn nach meinem Verständnis gibt es sehr wohl dort eine starke Entwicklung und es hat sich viel getan. Bis in die 90er zumindest, als dann das Internet auftrat mit seinen Effekten und natürlich gegenseitigen Wechselwirkungen mit der Gesellschaft. Und dass da natürlich dann nochmal ein anderes Problem zutage tritt, gebe ich ja zu. Aber dann hier zu behaupten, das Problem wäre nie gelöst und es wird iteriert und immer weiter zirkulär vorangetrieben, damit sich die Datenschützer selbst legitimieren, denke ich schon, ist eine sehr harte These, die man begründen muss mit wirklich einem guten Wissen über historisches Wissen und eine Diagnose der Gesellschaft. Also die Entwicklung der modernen Gesellschaft zeigt, seit der Industrialisierung, seit dem 19. Jahrhundert, spätestens schon seit dem 18., aber spätestens seit dem 19. Jahrhundert zeigt, dass die Menge der Lebensrisiken, die dadurch entstanden sind, ständig zugenommen hat und dass nicht ein einziges Lebensrisiko, das dadurch entstanden ist, durch die moderne Gesellschaft je gelöst wurde. Eines der ersten Lebensrisiken, die sich im 19. Jahrhundert ereignet hatten, die völlig unvorhersehbar waren, wo niemand mit gerechnet hatte, das war auf einmal Arbeitslosigkeit. Das gab es vorher nicht. Arbeitslosigkeit, und zwar Massenarbeitslosigkeit, weil man nicht wusste, warum sind die Menschen eigentlich arbeitslos. Sie sind deshalb arbeitslos geworden, weil sie aus der feudalen Untertänigkeit entlassen worden sind und in die Ballungszentren eingewandert sind und weil sie kein Land hatten. Das war das erste Lebensrisiko, das sich damals für einen großen Teil der Bevölkerung und aber auch nur für die ländliche Bevölkerung. Dieses Problem ist bis heute nie gelöst, sondern stattdessen ist was passiert? Das Problem der Arbeitslosigkeit, das zunächst nur für einen großen Teil, aber nur für einen Teil der Gesellschaft galt, hat sich auf alle Bevölkerungsgruppen ausgedehnt. Heute ist jeder von Arbeitslosigkeit betroffen. Das Problem der Arbeitslosigkeit ist nie gelöst worden. Ein zweites Problem, das nie gelöst worden ist, ist diese Umweltverschmutzung. Das ist auch ein Risiko, daraus hat sich ein Lebensrisiko entwickelt. Das gibt es bis heute. Das hat sich nie gelöst, sondern es ist immer größer. Und das ist natürlich von globalem Ausmaß geworden. Denken wir, das entscheidende Lebensrisiko ist Radioaktivität. Das ist eine Selbstgefährdung der Gesellschaft. Das Problem ist nie gelöst worden. Wir wissen, wir sehen das in Japan. Keiner hat eine Lösung dafür. Es gibt tausend Experten, die sich jederzeit ansprechbar machen, wenn sie gefragt werden, haben Sie denn nicht mal eine Lösung? Sagen, ja, gerne. Wir haben immer eine. Das klappt zwar am Ende nicht, aber die Experten geben sich selber, lassen gerne zu, dass sie auf irgendwelche Lösungen angesprochen werden. Auch moderne Kriminalität ist entstanden. Das hat es vorher so, wie es das heute gab, nicht gegeben. Das Problem ist bis heute nicht gelöst. Es gibt immer noch das Risiko, Opfer von Kriminalität zu werden. Die ganze Polizeiarbeit hat nur ihre Methoden immer verbessert. Aber was ist passiert? Mit der Verbesserung der Methoden der Polizeiarbeit haben sich auch die Methoden der Kriminellen gleichzeitig immer verbessert, sodass wir immer noch diesem Risiko ausgesetzt sind und keine Lösung dafür haben. Straßenverkehr. Verkehrssicherheit ist immer besser geworden. Also die Technologie, um Verkehrssicherheit herzustellen, sowohl die Straßen als auch die Straßenbebauung als auch die Autos, und das ist immer besser geworden. Aber sobald du die Straße betrittst, bist du einem Risiko ausgesetzt und du hast keine Lösung dafür. Einfach nur zu Hause bleiben ist auch keine Lösung. Kriminalität, Terrorismus, die ganzen Lebensrisiken, Gesundheitsrisiken durch Lebensmittel, durch falsche Medikamente, die Menge der Risiken hat ständig zugenommen und keiner hat eine Lösung. Und in der Entwicklung dieser Vielzahl von Lebensrisiken, die sich angehäuft haben, die nie gelöst wurden, sondern immer weiter differenziert wurden, ist auch das Datenschutzproblem als weiteres Lebensrisiko hinzugekommen. Tatsächlich besteht das Risiko ja darin, dass wir auf Folgewirkungen von Identifikation angesprochen werden können, ohne dass wir dies hätten verhindern können. Das ist ja genau das Problem. Das ist nie gelöst worden, dieses Problem. Und niemand erzählt mir, der zur Kenntnis nimmt, dass keines der großen Lebensrisiken, die angehäuft sind, die nie gelöst worden sind, keiner erzählt mir, dass ausgerechnet im Datenschutz die große Lösung in den nächsten 20 Jahren vor der Tür steht. Wer das erzählt, ist einfach nur ein Scharlatan, der nicht zugeben will, dass die moderne Gesellschaft ein Selbsterfahrungsprogramm ist, dass die Probleme überhaupt erstmal in Erfahrung bringen will. Und übrigens, wenn wir schon von Risiken sprechen, das größte Lebensrisiko hast du immer noch zu Hause. Auch da stellen wir fest,
Die eigene Wohnung ist der unsicherste Ort auf der ganzen Welt. Und dafür durch die Technisierung des Alltags. Auch diese Probleme sind nie gelöst worden, sondern immer weiter differenziert worden. Und niemand kann doch glauben, dass durch das Internet der Dinge und dadurch, dass man jetzt anfängt, also jeden Toaster mit einem Chip zu versehen, kann man diese Risiken lösen. Das glaubt doch niemand im Ernst. Ja, und dann möchte ich doch sagen, das Datenschutzproblem ist ein Lebensrisiko wie viele andere auch. Und du kannst, wenn du glauben willst, du könntest diesem Risiko aus dem Wege gehen, mit diesen oder jenen Maßnahmen oder Methoden, dann kannst du damit immer noch nicht sicherstellen, dass du dir damit andere Risiken einfängst. Und genau das geschieht auch. Also möchte ich doch bitten, mal zu einer Versachlichung zu kommen und nicht zu sagen, der Experte, der sich gerne anbietet und sagt, ich finde die Probleme ja auch ganz schlimm, aber hört mir mal zu, ich weiß schon, was man da machen kann. Diese Experten sorgen nur dafür, dass dieser Entwicklungsprozess, dass der einfach immer nur verdeckt wird. Und dadurch machen sie sich wichtig. Man geht ihnen gerne auf den Leim, weil sie einem ja auch immer irgendwelche Hoffnungen machen, zu sagen, wenn wir kommen und wenn wir die Dinge in Angriff nehmen, dann klappt das auch. Erfahrungsgemäß klappt es nicht. Tja, dann habe ich andere Erfahrungen als Sie.